Dass die Leute nach Stockton umziehen, ist sowas von begreiflich. Würde ich auch machen, aber mein Job nagelt mich hier fest. Lasst euch nicht entmutigen. Die Stadt mag eine Schutthalde sein, aber sie hat immer noch die größte Attraktion von allen. Uns! Wir müssen nur alle daran erinnern, dass jeder, der in Jump City Fuß gefasst hat, aus der ersten Reihe die Heldentaten der Teen Titans miterleben kann. Oh, ich mag das, die Füße anfassen. Flappy, flappy, flappy. Aber wie können wir der Welt diese Nachricht verklickern? Dafür kenne ich nur eine Lösung. Eine Website. Titans programmieren! HTML, JPEGs, Bandbreite, Scrollbalken. Das ist ziemlich professionell, yo. Ich kann fast sowas wie ein Bild ausmachen. Das ist so bunt und hat Musik. Es ist das voll Hypnotische. Zeig das Video. Willkommen in Jump City. Die meisten unserer Sehenswürdigkeiten sind zerstört. Aber diese Stadt hat eine Attraktion, die das beeindruckendste von allen Weltwundern ist. Die Teen Titans! So ist es. Kommt nach Jump City und trefft das populärste Superhelden-Team. Und besucht auch die beste Location in Jump City. Den Titans Tower! Der Titans Tower ist Privateigentum. Widerrechtliches Betreten wird strafrechtlich verfolgt. Richtig, ihr Knallköpfe, wir verfolgen strafrechtlich. Yeah! Yeah! Titans, es ist geschafft. Weltweit wird sich rumsprechen, wie toll unser Jump City ist. Macht euch bereit, neue Bürger kommen und stürmt schon in die Stadt. Ich spanne mir ein paar Bürger ein. Yeah! Einwohnerzahl. Sollte die Einwohnerzahl nicht größer werden? Unsere tolle Website war nicht so toll. Oh, das nein, das nein, das nein. Oh, bitte, die Zahlen geht aufwärts. Das aufwärts, bitte. Wir haben versagt, Titans. Sind keine Bürger zum Beschützen da, sind wir keine Superhelden mehr. Dann ist das das Ende von uns Teen Titans. Ist verdammt hart, sich von der tollen Stadt zu verabschieden. Und allem, was wir in die Luft gejagt haben. Wie das Stadion. Und der Krebsestrand. Titans, wäre es möglich, dass diese Massenflucht an uns liegt? Nein, das ist mein Geburtstag! Schönen guten Morgen, Titans. Was soll der Sticker-Quatschkopf? Ich trage ihn, weil heute mein Geburtstag ist. Stimmt nicht. Psst. Und ich, das einzig wahre Original-Party-Tier, feiere eine Party. Eine für Cyborg und eine für Starfire und eine für Raven und keine für dich! Hey, gleichzeitig feiert auch Beast Boy. Oh Mann, dann wird es wohl etwas schwierig für euch zu entscheiden, auf welche Party ihr geht. Aber ohne Wählen geht's nicht. Beast Boy. Augenblick noch! Entscheidet euch erst, wenn ihr alle Details meiner ausschweifenden Geburtstagssause kennt. Die Veranstaltung steigt hier, in unserem großzügigen Wohnzimmer. Wo soll denn meine Party steigen? In der Küche. Auf meiner Party gibt's zudem nicht nur eine, sondern zwei Geburtstagstorten. Und falls euch das noch nicht reicht, habe ich auch noch einen besonderen Gast eingeladen. Hallo, Freunde. Bob Uecker! Wer ist Bob Uecker? Wer ist Bob Uecker? Wer ist Bob Uecker? Ein ehemaliger Profi-Baseballspieler, der in 6 Seasons in der Major League spielte, dann Erfolg als Sportreporter und Schauspieler hatte und in Film- und Fernsehrollen wie Harry Doyle in Die Indianer von Cleveland oder George Owens in Mr. Belvedere spielte. Oh, der Bob Uecker. Ich habe bezahlt, damit er stundenlang auf meiner Party bleibt. Im Vertrag steht 57 Minuten. Bob, ich habe eine ganz wichtige Frage über Mr. Belvedere, die ich dir stellen möchte. Nein, Kevin wurde als Erwachsener nicht Marilyn Manson. Du denkst an die Brillenschlange aus Wunderbare Jahre. Oh ja, das hört sich wirklich super nett an. Aber auf meiner Party könnt ihr, wenn ihr wollt, Pony reiten. Oh Mann, wie krass ist das denn mit dem Pony? Das ist noch hier auf dem Pferd. Auf Bob Uecker kannst du nicht reiten. Oh, kann ich nicht? Galopp, Mr. Baseball! Ja! Ja! Lassen Sie das alles etwa ernsthaft zu, Bob Uecker? Es steht im Vertrag. Hey, unfair! Armer
Matrosen, wie ist die Aussicht vom Bug so, Steuermann? Klar wie die See, Captain. Und was machen die Segelbootsfrau? Die hängen von dem oben nach dem unten, Captain. Und wie sieht die Lage auf dem Klodeck aus? Noch kein Klogang in Sicht, Captain. Dann versperrt uns nichts mehr den Weg zum Sieg. Ein Schiff nähert sich, auf Steuerbord. Das ist wirklich super niedlich. Komm schon, Alter. Wieso lässt du sie nicht ins Team? Weil ich unser Leben als Team Titans eben nicht ändern will. Ich mag die Dinge so, wie sie sind. Das ist ein Angriff gewesen. Nein, das ist ein Baum gewesen. Ach, richtig. Wir sind ja im Wald. Piraten im Wald, Dummköpfe. Haut ab, sonst machen wir aus euch Fischfutterauflauf. Aber klar. Bis später, ihr Loser. Hey, braucht ihr Hilfe? Wie willst du uns denn helfen? Sie denkt so positiv. Und deswegen passt sie einfach nicht zu uns. Freund Robin, sieh hin! Sie hat das Herz des sechsten Titans. Zum letzten Mal. Es gibt keinen sechsten Titan! Wieso nicht? Weil auf der Sechs ein Fluch liegt. Was redest du für ein Blödsinn? Nie zuvor gab es ein gutes Team aus sechs Mitgliedern. Die drei Amigos, vier Ghostbusters, fünf Spice Girls, sieben Zwerge, acht Planeten, neun tanzende Musen, zehn Finger und zehn Zehen. Die Liste geht immer weiter. Aber nie lautet die Anzahl der Mitglieder des Teams genau sechs. Denn sechs Menschen bedeuten Chaos. Ein sechster Team wäre unnatürlich. Wow. Das hätten wir. Ich hab den Ball. Aus dem Weg! Gut, zeigen wir der Hive, dass wir die missratensten Piraten sind, die dieser wilde Wald je zu Gesicht bekommen hat. Ja, Haar! Macht aus ihnen Kleinholz, ihr lieben Seeratten! Entert das Kanu, ihr gemeinen Hunde! Du wirst die sieben Weltmeere nie wieder befahren, du Landratte! Das ist kein Meer. Wir sind nur im Wald. Über die Planke mit dir! Oh Mann, was für ein Mensch soll ich sein ohne meine besten Freunde? Sticky Joe! Da kommt mir eine Idee. Wow, Sticky! Ich werde lernen, mein eigener Mensch zu sein, indem ich Sticky Joe bin. Was geht ab? Oh, ich meine, howdy! 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 Weltfrieden ausgerufen. Howdy! Wie soll ich denn jetzt mein eigener Mensch werden? Howdy. Howdy. Howdy, 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 howdy. Howdy. Howdy, 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 howdy. Howdy. Jetzt verstehe ich's auch. Es spielt keine Rolle, was für Klamotten man trägt, weil das Howdy aus dem Herzen kommt. Und sind deine Howdys echt, dann geht's dir niemals schlecht. Howdy. Howdy. Sticky Joe, du bist ein prächtiges Goldstück. Howdy. Wie lief es aus da? Ich konnte nicht die eine Schachtel verkaufen. Ich fürchte, ich werde nie die geschäftig erfolgreiche Alien-Prinzessin. Wenn du eine geschäftige Alien-Prinzessin werden willst, musst du an deinen Alien-Geschäftsfähigkeiten arbeiten, yo. Was sind das für Fähigkeiten, die du damit meinst? Sie stehen hier auf der Schachtel. Entscheidungsfindung, Umgang mit Menschen und Geschäftsethik. Glaubst du wirklich, ich könnte diese Fähigkeiten des Geschäfts lernen? Aber klar, und wir können dir alle dabei helfen. Freude!
Geschäfte lernen. Zuerst mal musst du Entscheidungsfindung lernen. Schnell, triff irgendeine Entscheidung. Ich? Zu spät, schon durchgefallen. Oh. Du musst deine Entscheidungen sowohl schnell als auch hart treffen. Welpen oder Kätzchen, was rettest du? Ich? Die Kätzchen, die sind die Lebenswerten. Aber die Welpen auch? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Die Zeit ist um. Okay, Star, kommen wir nun zum Umgang mit Menschen. Die Sache mit Menschen ist, sie sind dumm. Alles, was du tun musst, ist, sie mit Augenkontakt zu relaxen, ihnen dann ein bisschen gute Stimmung aufzuquatschen oder sie mit ein bisschen Magie für dich zu gewinnen. Was? Machen wir ein kleines Rollenspiel. Ich bin der Kunde und ihr beide verkauft mir Kekse. Was geht ab, mein Mann? Schönen guten Tag. Das nenne ich aber mal guten Augenkontakt. Das relaxt dich jetzt voll, ha? Huh? Allmählich schon. Okay, Mama, jetzt kommst du dazu. Möchten Sie gern die Kekse kaufen? Was? Was fällt Ihnen ein? Das ist zu früh. Erst muss ich den Dussel mit Magie beeindrucken. Hey, Blödmann, zieh eine Karte. Oh, ich merke, was hier läuft. Du gaukelst mir Freundschaft vor, um zu verkaufen. Wieso nicht? Eine Hand wäscht die andere. Ich will sofort den Geschäftsführer sprechen. Pech, ich sag dir nicht seinen Namen. Und die dritte und letzte benötigte Fähigkeit ist Geschäftsethik. Was ist denn die Ethik des Geschäfts, Robin? Im Grunde gibt es eine Menge Regeln und Gesetze, die nicht gebrochen werden dürfen. Und deswegen solltest du alles möglich machen, um in der Geschäftswelt Erfolg zu haben, während du dich in den Grenzen des Gesetzes bewegst. Zum Beispiel erfährst du bei einem Familientreffen von deinem Schwager, dass seine Firma einen großen technischen Durchbruch machen wird. Es könnte dich nun reich machen, auf seinen Tipp zu hören. Aber du nimmst Abstand von einem Aktienkauf, weil diese Information, dir einen unfairen Vorteil verschaffen würde, vor allen anderen potenziellen Investoren. Was machst du denn? Du hattest die Augenprobleme. Nein, ich wollte dir nur die schäbigen Seil- und Machenschaften der Geschäftswelt beibringen. Gleich nochmal von vorn, yo! Kommt gar nicht in Frage. Jetzt zieht eure Onesies wieder an. Denkt immer dran, Titans. Priorität hat Darkseid. Also was? Sitzen wir hier gelangweilt rum? Diese Weltraumabenteuer sind spannend. Das Schiff bietet eine Vielzahl sanfter, intellektueller Sci-Fi-Aktivitäten, die den Verstand anregen. Folgt mir. Wir treffen unsere bösen Doppelgänger im Spiegeluniversum. Wir sind die bösen Versionen von euch. Deutlich erkennbar an der Gesichtsbehaarung. Der Gesichtsbehaarung des Bösen, yo. Das nur. Dieser Sci-Fi-Entwurf von Paralleluniversen und Gegenteilversionen unserer selbst. Sagt mir, dass ihr dabei nicht ausflippt. Seht euch diese niedlichen Alien-Kreaturen an. Lasst ihr euch einlullen von ihrem Schnurren? Oh ja. Oh, ihr schnurrt. Gut. Wir können auch Weltraumweibchen studieren. Sie sehen genauso aus wie Menschen, aber sind grün. Das Mäh. Ich bin eigentlich ganz aufgeschlossen. Ich auch. Und zufällig bin ich auch grün. Das Mäh. Ach, ich vermute, dass auch keiner in eine Virtual Reality Hologrammkammer will. Was ihr euch vorstellen könnt, ist möglich. Ha, das klingt tatsächlich cool. Wirklich? Ihr findet etwas auf diesem Weltraumabenteuer cool? Oh ja, Bro. Wir lieben so ein Virtual Reality-Dings. Klasse! Dann betretet mit mir eine Welt der Wunder. Computer, erschaffe London im 19. Jahrhundert. Komm schon, Mann! Was? Du kannst alles Vorstellbare erschaffen und willst London im 19. Jahrhundert? Das London? Ich dreh gleich voll durch! Das ist die Chance, Personen aus gehobenen Gesellschaftskreisen zu verkörpern und den legendären Mordfall an Lady Hathaway zu klären. Ich bin Lord Bismarck Wellington, ein bescheidener, erfolgreicher Textilmanufakturistiker. Oder wir tun stattdessen etwas Interessantes. Yo, Computer, pass auf. Erschaff uns bitte ein, Pupsmonster. Jetzt wird's spannend. Geben wir ihm noch zwei Hintern. Ja, Computer, hörst du meinen Mann? Zauber mir ein Pupsmonster mit zwei Popos. Computer, du erschaffst kein Pupsmonster mit zwei Popos. Oh. Und jetzt verhaltet euch euren Rollen entsprechend. Gleich dort drüben befindet sich unser Hauptverdächtiger. Versagen wir, ihn aufzuhalten, ergreift er die Flucht mit diesem... Raven, was machst du denn? Denk nicht drüber nach. Ja.
Was ist das? Lady Hathaway verlässt sich auf uns, sie zu rächen. Ich glaube, das Pupsmonster übernimmt das gerade, Bro. Die Hologrammkammer ist nicht erbaut worden für niveaubefreiten Schabernack. Computer, bitte die Feuerwehraxt. Die besiegen doch nicht einmal Karate Kids Goldhamster! Ach Mann, die Karate-Moves aus unserer Lernmontage funzen nicht! Wieso sind wir nach dem Schnellkursus noch immer die Unvorbereiteten? Das liegt an den Montagen! Versteht ihr denn nicht, was passiert ist, Titans? Wirst du uns sicher gleich sagen. Ja! Ich erkläre euch jetzt in voller Länge, wie ernst die Lage ist und warum das mit den Montagen ein absolut fataler Fehler war. Das wird eine Weile dauern. Wir wollen keine stundenlange Erklärung hören. Oh, ich habe die Idee für die Verkürzung. Halt, hört mir kurz zu. Montage! Nie wieder Montagen! Jetzt hört zu. Raven, du hast nur den Teil des Fensters geputzt, den wir in der Montage gesehen haben. Cyborg, du hast nur so getan, als ob du die Schrauben festziehst. Beast Boy, der Computer, auf dem du rumgetippt hast, funktioniert gar nicht mehr. Und du, Starfire, hast nur 3 Wörter Französisch gelernt. Oh, jetzt verstehe ich's. Alles, was wir in den Montagen übersprungen haben, wurde gar nicht zu Ende geführt. Es war nur die Illusion von Ergebnissen. Aber echte Ergebnisse kriegt man nur durch echte Arbeit. Gehirn. Wir wissen jetzt, es gibt nicht die Verkürzung. Und wir schulden dir die Entschuldigung. Keine Zeit! Wir müssen Kataru fertig machen. Aber wie können wir ihn denn besiegen? Mit dem Kranichtritt. Den haben wir nicht gelernt. Schon vergessen? Dieses Mal bringe ich ihn euch bei. Wie schaffen wir schnell das Lernen, den Kataru zu schlagen? Mit einem weiteren Filmtechniktrick. Der Überblendung. Auch sie zeigt uns den Zeitverlauf, nur ohne den Glanzeffekt der Montage. Können wir endlich loslegen? Nur die Ruhe, Kataru. Wir werden dich jetzt ganz, ganz langsam besiegen. Oh. Okay, da dies unsere erste Kranichtritt-Lektion ist, stellt euch vor und sagt, warum fangen wir an mit einfachen... Wieso dauert das denn so lange? Weil es nicht auf die Schnelle geht. Ach. Schön, jetzt beeilt euch. Wie lange machst du das schon, Beast Boy? Streck die Zehen, streck die Zehen! Beinahe geschafft, Titans. Herzlichen Glückwunsch, Titans. Ihr habt den Kranichtritt ganz ohne Montage geschafft. Jetzt bist du dran, Kataru. Titans, go! Wenn ich rausfinden will, wer hinter diesem Coup steckt, muss ich unbedingt aufs Spielfeld. Hey, Mann! Ich muss da jetzt raus und 150% geben! Was? Du denkst, ich bin kein Profi-Footballspieler, obwohl ich ganz genau wie einer aussehe? Zwing mich bloß nicht, dich zu tackeln, Bro! Okay, Mann, ich hab versucht, dich zu warnen! Cyborg, Starfire! Haltet sie hin! Wie schaffen wir die Verlangsamung? Indem wir lauter sinnlose Strafen verteilen. Ah, das ja! Genau wie im normalen Spiel des Footballs. Unzureichendes Equipment. Persönliches Körpergeruchsfaul. Unerlaubt laufender Schweiß. Schaden an der Natur. Es funktioniert. Wir halten dauernd das Spiel an und niemanden schert's. Hoffentlich hat Robin schon das Etwas gefunden.
schon was? Ich brauche mehr Zeit. Mit diesem Penny kann man den Wunsch äußern. Der Wunsch wird dann erfüllt, und zwar durch die Kraft des ersten und einzigen Genie-Präsidenten der Vereinigten Staaten. Genie-Präsident? Ja, der Genie-Präsident Abraham und Truthahn Sandwich Lincoln. Seine Geschichte ist die tragische. Obwohl er ein allmächtiger Genie ist, konnte er sich selbst nicht den einen Wunsch erfüllen, den er am meisten ersehnte. Das Oberlippenschnurrbarthaar wachsen zu lassen. Und auf der Rückseite des magischen Pennys ist das Bild seines Lieblingskuchens. Das ist das Lincoln Memorial. Ja, das Denkmal für seinen Lieblingskuchen. Ich glaube, es ist der Karottengeschmack. So ein Unsinn, Starfire. Es ist roter Samtkuchen. Sieht nach dunkler Schokolade aus. Nein, es ist definitiv Kokosnuss, yo. Kokosnuss? Spinnst du? Kokosnuss? Hallo? Vielleicht ist es ein Haferflocken-Apfelkuchen. Hört mir mal zu! Oder ein gestürzter Ananaskuchen. Hört auf zu überlegen, aus welchem Kuchen das Lincoln Memorial ist! Ich hab euch den Penny gezeigt, weil ich was Unglaubliches entdeckt hab. Shh, jetzt spitzt eure Ohren. Die Metalle, aus dem ein Penny gemacht ist, sind ganze 50% mehr wert als der Penny selbst. 50%! Wisst ihr, was das bedeutet? Nicht wirklich. Während ein Penny wert ist, sind die Rohmaterialien, aus denen ein Penny besteht, 1,5 Pennys wert. Deshalb sind zwei Pennys eigentlich nicht zwei Pennys, sondern volle drei Pennys. Du sagst also, dass ein Penny mehr wert ist als ein Penny? Und sind das dann 3 Cents? Ich wusste nicht, dass Pennys so wertvoll sind. Ich habe meine immer weggeschmissen. Das liegt daran, dass niemand den wahren Wert dieses bescheidenen Pennys kennt. Außer uns. Hier ist der Plan, Titans. Wir werden die ungewollten Pennys der Welt einsammeln, dann schmelzen wir sie ein und die Rohmaterialien verkaufen wir zurück an die Regierung und machen fetten Gewinn. Holen wir uns diese Pennys, ja! Wir werden Freunde! Nein! Wir können die vielen Pennys nicht kaputt machen. Du hast Angst, unsere Währung zu zerstören, was eine berechtigte Sorge ist. Das ist nicht meine Sorge. Ich meine, Starfire hat recht. Die Währung zu zerstören ist ein Bundesverbrechen. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich will echt keinen Stress mit der Regierung haben wegen so einem Kram, yo. Ihr seid nicht die Zuhörenden. Ich versichere euch, wir befinden uns auf dem Boden des Gesetzes. Seht euch das an. Souvenirmünzautomaten sind nur dafür gebaut, um Pennys zu zerstören. Und die sind vollkommen legal. Klingt für mich nach einer wasserdichten Rechtslage. Wenn ihr das hört, flippt ihr mega aus. Ich hab was Tolles mit euch vor und das ändert bestimmt unser aller Leben. Kann das nicht warten? Ja, wir sehen uns gleich das neue Bespaßungsprogramm an. Die Serie heißt Klo-Cop. Es geht um den Cop, der im Dienst verletzt wird. Doch Wissenschaftler retten ihn, indem sie sein Hirn in eine Kloschüssel einbauen. Heute gibt es kein unsinniges Larifari-Fernsehen für uns. Aufgepasst! Karten für die Oper! Die ist seit Monaten ausverkauft. Woher hast du die? Von diesem Gruseltypen aus dem Keller. Sing, mein Engel der Karten, Robin, sing für sie! Unglaublich, dass wir in die Oper gehen! Mit den ganzen Sopranen, den Tenören, ganz zu schweigen von den wunderschönen Baritonen! Die Oper ist für wahr diejenige Form des Theaters der Musik, die nur von der Elite der Kultur geschätzt werden kann. Jetzt haben wir endlich die voll krasse Mega-Kultiviertheit drauf, yo. Ganz recht, Titans. Wenn wir in die Oper gehen, weiß die Welt, dass wir die hohen Künste zu schätzen wissen. Gut, seid ihr bereit, die unerschöpfliche Aufregung zu erleben, die uns das Genre der klassischen Musik zu bieten hat? Oh ja! Gehobene Klasse, wir kommen. Oh ja! Seht, wie kultiviert ich bin! Ich kann meine Augenbrauen nicht noch höher ziehen! Psst, seid ruhig, jetzt geht es los! Opa! 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 Bürger von Jump City! Willkommen zur diesjährigen Eiersuche! Es gibt viele Eier zu finden! Wir haben sie echt gut versteckt, Jo. Also macht besser hübsch die Äuglein auf und beäugt die Umgebung. Auf die Plätze. Fertig. Sucht. Hey, hey.
Siehst du, Raven? Nichts Schlimmes passiert. Und du dachtest, es löse eine Katastrophe aus, wenn wir uns mit Feiertagen anlegen. Ah! Ah! Leute, kommt schnell her! Ah! Tablo bricht gerade auf, yo! Ruhe aus dann, liebe Leute! Pablo, du bist voll gruselig, Bro! Die Babys sollten die Süßen sein. Dieses Baby hier ist nicht das Süße. Tja, dafür wissen wir jetzt, wo der Osterhase herkam. Moment, was ist mit dem Rest der Eier? Ich wünsch frohe Ostern! Ich wünsch frohe Ostern! Ruf ihn! 1-5 Jinx, Gang 7799. Titanroboter, go! Linkes Bein, Power Stop! Linker Arm! Vergiss sie! Decke-Babys! Überall Decke-Babys! Decke-Babys am Boden! Auswerfen! Auswerfen! Oh, das sind die viel zu vielen. Die Stadt ist verloren. Tut mir leid, Raven. Das ist alles meine Schuld. Ich weiß. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich weiß. Willst du nicht sagen, ist schon okay oder sowas? Natürlich nicht. Ich habe dich mehrmals davor gewarnt, mit Feiertagen rumzupfuschen, du Depp. Hör nächstes Mal auf mich. Ich werde es erwägen. Nächster Halt, Fels der Ewigkeit. Willkommen, Jünglinge, auf dem Felsen der Ewigkeit! Yo, Merlin, mach ein paar Zaubertricks, yo! Bitte schau in deine Kristallkugel und erzähl mir von meiner Zukunft! Oh, oh, flüstere etwas zu einer Motte. Ich mache sicher nichts von diesem Quatsch. Und du nennst dich selbst einen Zauberer? Seine Magie ist echt, Leute. Er hat mir meine Kräfte verliehen. Wieso hast du einem Kind Superkräfte verliehen? Scheint verantwortungslos. Weil der junge Mann eine Waise ist. Mit reinem Herzen. Ist doch so, Billy. Aber sowas von. Eine Waise? Wieso denn bitte eine Waise? Nun, also wisst ihr... Ihr wisst schon. Oh, das ergibt sich. Hör zu. Ich gab ihm meine Kräfte, denn bald werde ich diesen Ort verlassen. Vor langer Zeit wurde es prophezeit, dass ich zerquetscht werde vom Felsen der Ewigkeit. Nun, du sitzt ja direkt darunter. Schieb deinen Hocker 15 cm rüber, Bro, und alles ist cool. Aber die Prophezeiung... Das Rüberschieben! In Ordnung, wir machen das. Hier. Gern geschehen. Ich will nur vom Felsen zerquetscht werden. Warum lassen die mich nicht vom Felsen zerquetschen? Jo, was sind denn das für Teile? In den Statuen sind die gefangenen Geister der 7 tödlichen Feinde der Menschheit. Hochmut, Neid, Gier, Hass, Faulheit, Selbstsucht und Ungerechtigkeit. Cool. Hey, an wen erinnert euch der Kollege? Hochmut sollte nicht nachgeahmt werden. Die Faulheit ist hier, Baby. Vergleicht euch niemals mit dem Bösen. Ich bin ganz grün von Neid. Der hier ist nur für mich, nicht für euch. Narren, sie repräsentieren die schlimmsten menschlichen Laster. Wieso hast du sie hierher gebracht, Billy? Es tut mir leid. Sie sollten mir helfen, Mr. Mind zu finden, bevor er die Weltherrschaft übernimmt. Oh ja, wo ist dieser kleine Halunke eigentlich? Näher, als ihr denkt. Was geht, wurmiger Wurm? Ah, wir lieben diesen Kerl. Ihr werdet eure Meinung ändern, sobald ich die 7 tödlichen Feinde der Menschheit auf eure wertvolle Stadt losgelassen habe. Du musst ihn aufhalten, Billy. Wir machen das, Gandalf. Aber um zu siegen, müsst ihr reinen Herzens sein. Oh, du bist hinreißend. Meine Güte, was mache ich denn jetzt? Kümmert dich darum. Ich habe weitaus größere Probleme. Ugh.